Wenn die Abmahnung oder Berechtigungsanfrage nicht geholfen hat, dann kann man eine Klage einreichen oder erst auch einmal eine einstweilige Verfügung beantragen. Was man dabei beachten muss und was das so etwa kostet, erkläre ich in diesem Video. Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und wir veröffentlichen jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Außerdem veröffentliche ich bald ein Buch zu Marken mit dem Titel Markenrecht einfach. Mehr Informationen hierzu unter www.dasmarkenbuch.de. Und in diesem Video erkläre ich, was man bei Klagen oder einstweiligen Verfügungen aus Marken beachten muss und was diese kosten. Erst einmal ist es wichtig zu wissen, warum man vorher immer eine Berechtigungsanfrage oder Abmahnung verschickt haben sollte. Zu Berechtigungsanfrage und Abmahnung habe ich auch Videos gemacht, die ich unter diesem Video verlinkt habe. Vielleicht kurz zusammengefasst, warum diese Abmahnung oder Berechtigungsanfrage wichtig ist. Wenn man direkt klagt, ohne dass man dem Gegner vorher, sage ich mal, Bescheid gesagt hat, dann kann der Gegner sagen, ja, hättest du mal was sagen können, dann hätten wir ja ins Gespräch kommen können, dann hätte ich das ja vermutlich unterlassen. Dann kann der Gegner sich im Klageverfahren, bevor irgendwelche Argumente ausgetauscht sind, mit dem sogenannten Klageüberfall-Einwand wehren und sagen, ja, mir wurde nicht Bescheid gesagt, ich strecke mich allen Ansprüchen, die der Gegner geltend macht. Dann gewinnt man zwar in der Sache diese Markenverletzungsklage, allerdings muss man dann die gesamten Kosten tragen, also die Kosten der beiden Parteien, also der Anwaltskosten und auch die Gerichtskosten. Das ist nicht so schön, deswegen rate ich dazu, vorher dem Gegner kurz Bescheid zu geben, beispielsweise im Rahmen einer Abmahnung, vielleicht auch mit kurzer Fristsetzung. Wenn man von der verletzenden Handlung erst wenige Wochen Kenntnis hat, dann kann man eine sogenannte einstweilige Verfügung beantragen. Das ist so eine Art einseitiges Gerichtsverfahren, wo man das Gericht bittet, hier, da gibt es einen Verletzer, das ist eilbedürftig, da habe ich gerade erst vor wenigen Wochen von erfahren, und bitte erlasse diese einstweilige Verfügung. Diese sorgt dann dafür, dass das Gericht kann diese einstweilige Verfügung einseitig erlassen, also ohne Anhörung des Gegners. Diese wird dann dem Gegner zugestellt und der Gegner muss dann sofort unterlassen, diese verletzende Handlung vorzunehmen, also zum Beispiel eine geschützte Marke zu verwenden. Ich habe gerade gesagt, kann ohne vorherige Anhörung des Gegners. Die Rechtsprechung ändert sich gerade immer mehr dahin, dass die Gerichte verstärkt erst auch den Gegner anhören. Das heißt, sie werden sehr kurzfristig zu einer mündlichen Verhandlung laden, wo dann beide Parteien noch mal kurz vortragen können. Und dann wird eben die einstweilige Verfügung erlassen oder nicht. Diese Verhandlung kann man als potenziell Angegriffener auch provozieren, indem man eine sogenannte Schutzschrift hinterlegt. Wenn man also erwarten kann, dass eine einstweilige Verfügung beantragt wird, beispielsweise weil man abgemahnt worden ist und dann aber sich nicht strecken möchte, dann kann man eben eine sogenannte Schutzschrift hinterlegen. Dabei fasst man alle Verteidigungsargumente in einem Schriftsatz zusammen und reicht diesen dann beim zentralen Schutzschriftenregister in Frankfurt ein und die Gerichte sind dann gehalten, falls ein Antrag auf einstweilige Verfügung angeht, in diesem zentralen Schutzschriftenregister nachzusehen, ob da vielleicht eben so eine Schutzschrift hinterlegt ist und müssen dann diese Argumente berücksichtigen. Und in der Regel schreibt man dann in diese Schutzschriften rein, dass man beantragt, dass nicht ohne vorherige mündliche Verhandlung oder Anhörung entschieden wird. Und damit hat man dann eben einmal nochmal Zeit gewonnen und vor allen Dingen die Chance, nochmal vor Gericht auch vorzutragen, bevor eine einstweilige Verfügung erlassen wird. Mit einer einstweiligen Verfügung kann man lediglich den Unterlassungsanspruch durchsetzen. Daher gibt es dann nach dem Verfahren der einstweiligen Verfügung noch das Hauptsacheverfahren, das heißt normales Klageverfahren. Die Klage kann man natürlich auch ohne vorherige einstweilige Verfügung einreichen. Ich würde mal sagen, das ist sogar gar nicht so selten, dass man eben gar keine einstweilige Verfügung beantragt. Einmal, weil man vielleicht schon viel zu lang Kenntnis von der Verletzungshandlung hat oder weil man das einfach nicht braucht, weil die Unterlassung sofort gar nicht so wichtig ist. Dann reicht man eben
eine Klage ein. In einer Klage kann man zusätzlich zum Unterlassungsanspruch noch zahlreiche weitere Ansprüche geltend machen. Einmal den Anspruch auf Auskunft, das heißt, der Gegner muss genau sagen, wie viele Einheiten er zu welchem Preis, zu welchem Umsatzerlös er eben verkauft hat. Dann muss der Gegner auch mitteilen, wo er diese Waren her hat, an welche gewerblichen Abnehmer er die vertrieben hat. Das kann man kann ihn auch bitten, diese Informationen aufgeschlüsselt nach Monaten zu liefern. Und auf Basis dieser Daten kann man dann auch Schadenersatz verlangen. Das heißt, als Kläger sucht man sich dann in der Regel aus, ob der Gegner den Gewinn herausgeben muss oder jedenfalls einen großen Teil des Gewinns. Oder wenn der Beklagte sich arm rechnet, dass man dann eine angemessene Lizenz verlangen kann. In der Klage muss man natürlich vortragen, warum das Produkt, was man da angreift, zum Beispiel die eigenen Markenrechte verletzt, zur Verwechslungsgefahr von Zeichen oder wann eine Verletzungsform in eine Marke eingreift, habe ich schon ein Video gemacht, das ich auch hier unter diesem Video verlinkt habe natürlich. Während das Verfahren der einstweiligen Verfügung nur wenige Tage oder höchstens wenige Wochen dauert, kann man mit dem erstinstanzlichen Urteil vom Landgericht bei einem Markenverletzungsprozess etwa nach einem Jahr oder etwas länger rechnen. Wie sonst auch üblich, trägt der Verlierer die gesamten Kosten dieser ersten Instanz im Klageverfahren, also einmal die Anwaltsgebühren der einen Seite, die Anwaltsgebühren der anderen Seite und die Gerichtskosten. Und je nach Gegenstandswert und Anzahl der mitwirkenden Rechtsanwälte und Patentanwälte können die gesamten Kosten, also das gesamte Kostenrisiko, in einem Bereich von 8.000 bis vielleicht 30.000 Euro üblicherweise liegen. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, wie man Marken entweder mit der Klage oder mit der einstweiligen Verfügung durchsetzen kann. Wie eingangs gesagt, veröffentliche ich ein Buch über Marken. Mehr dazu unter www.dasmarkenbuch.de. Wenn Sie neu in unserem Kanal sind und jeden Donnerstag mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie unseren Kanal. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.